Zugegeben, wenn ein gesetzlicher Feiertag wie der 1. Mai auf einen Sonntag fällt, dann ist das für die meisten von uns kein Grund zum Jubeln. In diesem Jahr fällt auch noch der erste Weihnachtstag ausgerechnet auf einen Sonntag. Macht mit dem zusätzlichen Arbeitstag aufgrund des Schaltjahres ganze 3 Tage, die wir 2016 mehr arbeiten müssen. Daran kann ich auch nichts ändern, aber vielleicht tröstet sie doch die alte Weisheit der Mönche. Viele Ordensmänner und Ordensfrauen leben nach der Regel ora et labora, bete und arbeite. Das kennen selbst die Nicht-Lateiner. Beten und arbeiten meint, es muss in unserem Leben immer eine gute Mischung geben, einen guten Ausgleich. Wer vor lauter Arbeit die Sonne nicht mehr sieht, der macht garantiert was falsch. Und wer den ganzen Tag nur auf der faulen Haut liegt, der wird in der Regel auch nicht froh. Die Weisheit der Mönche zeigt uns auch, dass es kein richtiges Lebensglück gibt ohne Gott. Leben ohne Arbeit, das mag vielleicht noch gehen, aber ein Leben ohne Gott, das geht gar nicht, da bin ich mir ganz sicher. Gott ist es, der unser Leben selbst an den dunkelsten Tagen hell macht. Er ist für uns da, immer und überall. Es wäre doch schön, wenn dieser Sonntag, an dem der Tag der Ruhe und des Gebetes mit dem Tag der Arbeit zusammenfällt, uns alle das uralte Glücksrezept der Mönche in Erinnerung ruft. Ora et labora, bete und arbeite. Ihr, Rainer Wölki, Erzbischof von Köln.